Klaus Beseski. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir spielen hier eine andere Rolle. Wir sind Teil des Systems. Lokomotivführer, Zugbegleiter sind diejenigen, die von den Entwicklungen bei der Eisenbahn betroffen sind. Und uns treibt die Sorge um, dass das Herzstück der Eisenbahn, nämlich die gesamte Infrastruktur, nicht die Würdigung erhält, die es benötigt. Sie alle wissen, dass wir in den letzten 25 Jahren eine Abbauorgie nach der anderen zu verzeichnen hatten und Sparprogramme aufgelegt worden sind. An der Stelle ist es nicht meine Aufgabe, das Management in Schutz zu nehmen. Ich möchte aber sagen, für das derzeitige Management gilt, dass die Herren Vorstände gemäß ihres Auftrages, der einerseits gesetzlich verankert ist, nämlich Aktienrecht, hier Gewinne zu erzielen und andererseits vom Eigentümer her vorgegeben ist, momentan nicht so richtig anders können. Wir haben Abbau von Infrastruktur, Güterverkehrsstellen, wir haben Abbau von Gleisen, wir haben Veränderungen im Bahnhofssystem zur Kenntnis nehmen müssen. All das hat dem System geschadet, hat es labiler gemacht als gut ist. Und das, was wir heute sehen an nicht mehr vorhandener Zuverlässigkeit und Unpünktlichkeit, ist das Ergebnis einer verfehlten Zielsetzung. Und hier möchte ich klar und deutlich sagen, die Zielsetzung wurde bisher immer vom Eigentümer vorgegeben. Ob sie besonders klug war oder ob sie besonders richtig war, sehen wir am Ergebnis. Sie war nicht richtig. Die Zielsetzung, einen Börsengang durchzuführen, beinhaltete automatisch einen Sparzwang, der zu solchen Auswüchsen führte, wie wir sie heute zur Kenntnis nehmen müssen. Wenn wir das heute korrigieren mit Steuermitteln, und darum geht es, mit Milliarden von Steuergeldern, dann ist es unsere Aufgabe, dafür Sorge zu tragen, dass es in die richtige Richtung geht. Die richtige Richtung ist nach dem Dafürhalten von vielen Beteiligten im System, ob das die Interessenverbände MOFIA, NEE sind, ob das unsere Gewerkschaft ist. Viele bestreiten, dass die Infrastruktur Gewinne erzeugen kann. Sie erzeugt nur in einem Teil einen scheinbaren Gewinn. Das ist die Unterhaltung. Insgesamt gesehen ist die Infrastruktur subventionsabhängig und stark mit Steuergeldern finanziert. Das bedeutet, dass wir über eine Luft 1, 2 und 3, wie wir sie momentan sehen, einen gigantischen Geldkreislauf vorgestellt bekommen, der am Ende des Tages EU-Beihilferechtlich sanktioniert sein muss und. Allein wegen der Tatsache, dass die Infrastruktur als aktienrechtliche Gesellschaften geführt wird. Diese Fehlentscheidung, die Infrastruktur, die starke Steuersubventionen benötigt, als Aktiengesellschaft mit Gewinnerzielungsauftrag zu führen, die halten wir für notwendig zu korrigieren. Wir sind uns an vielen Stellen einig, dass die Zusammenführung der DB Netz AG mit der DB Station und Service und auch der DB Energie der richtige Weg wäre, um Riesenmengen an Schnittstellen abzubauen, das unter eine zentrale Führung zu bringen und von dort her die Infrastruktur als eine Gesellschaft zu führen. Der entscheidende Schritt, und der kann nur vom Eigentümer kommen, der muss allerdings sein, die Infrastruktur aus dem Aktienrecht herauszunehmen und damit aus der Gewinnerzielungsverpflichtung. Sie wissen, dass die Vorstände an der Stelle dem Gesetz verpflichtet sind und Gewinne erzielen müssen. Was Gewinnerzielungsabsicht und Umsetzung bedeutet, haben wir heute im Ergebnis. Und von daher ist genau das der Nukleus. Das System Eisenbahn steht und fällt mit einer vernünftigen Infrastruktur. Ich vertrete Kolleginnen und Kollegen in allen Eisenbahnverkehrsunternehmen. Und ich möchte hier klar und deutlich der Mehr entgegentreten, dass das A, als Aktiengesellschaft geführt werden muss und B, dass es nur funktioniert, wenn es in einem konzentrierten Konzern Deutsche Bahn AG verankert ist. Die Mehr ist deshalb falsch, weil es hier zahlreiche, und zwar hunderte von Eisenbahnverkehrsunternehmen in diesem Land gibt, die eben nicht über die Infrastruktur verfügen, sondern auf ihr fahren. Sie kennen alle die Wettbewerber im Güterverkehr und auch im Schienenpersonennahverkehr. Erste Anzeichen im Schienenpersonenfernverkehr von Wettbewerb sind auch hier vorhanden. Alle diese Unternehmen betreiben Eisenbahnverkehr und haben keinen Zugriff auf die Infrastruktur, sondern sie fahren darauf. Von daher ist die Zusammenführung der Infrastruktur und die Überführung in eine Gesellschaftsform, die entweder eine Anstalt öffentlichen Rechts sein kann oder gemeinnützige GmbH, gemeinnützige Aktiengesellschaft, all das ist möglich. Dieser Impuls kann nur vom Eigentümer kommen. Hier ist die Bundesregierung gefordert und an der Stelle sehen wir die Notwendigkeit, Veränderungen vorzunehmen.
fehlerhafte Projekte, Leuchtturmprojekte, wie wir sie in der Vergangenheit erleben durften, und da nehme ich als erstes mal den Berliner Hauptbahnhof, damit auch mal was anderes hier in die Welt kommt außer Stuttgart. Das sind Milliardengräber, meine Damen und Herren, und es gibt genau zwei beteiligte Gruppierungen, die diese Subventionen, diese Milliarden aufbringen müssen. Der erste in allererster Linie ist der Steuerzahler und die zweiten Beteiligten sind die Eisenbahner. Wir müssen über Sparmaßnahmen mehr als 4 Milliarden erbringen als Eigenleistung der Deutschen Bahn AG, um die Kostenexplosion von Stuttgart 21 mitzutragen. Daraus entstanden unter anderem auch eine neue Verschuldung dieses Unternehmens, die höher ist als die Verschuldung bei der Bahnreform 1994. Wir liegen darüber, was den derzeitigen Verschuldungsgrad betrifft. Wir sind auch Teil der des Zukunftsbündnisses Schiene, das initiiert vom Verkehrsministerium verschiedene Informationsquellen nutzt, um hier eine Verbesserung im System zu schaffen. Wir sehen uns an der Stelle als diejenigen, die klar und deutlich auch dort zum Ausdruck bringen: Deutschlandtakt ja, aber keine neuen Großprojekte, keine Versuchsläufe, und an der Stelle klar und deutlich: die Kleinheiten und die Feinheiten werden dem System helfen. Einige Weichen, einige Kilometer zweites Gleis sind viel wertvoller für das System, auch für einen integralen Taktfahrplan, als neue Großprojekte, wo das Kostenrisiko heute nicht absehbar ist. Man kann das nie zum Vorwurf machen, wenn man Projekte über 10 Jahre plant, dass am Ende eine andere Finanzierungsgröße rauskommt, als sie ursprünglich mal diskutiert und geplant worden war, ist fast überall der Fall. Nur wir müssen für uns entscheiden, was das System am besten und am schnellsten in einen Zustand bewegt, wo die Zuverlässigkeit und die Pünktlichkeit gegenüber den Kunden, und hier spreche ich nicht nur von den Reisenden, sondern auch von den Güterverkehrskunden, wieder nach vorn treibt. Von daher unser Petitum: im Deutschlandtakt haben wir derzeitig den Schwerpunkt auf Schnellverkehr und auch Regionalverkehr. Wir sehen klar und deutlich, dass im Augenblick der Güterverkehr ein Stück weit ausgeblendet wird. Das ist falsch. Das System lebt von der Nutzung der Trassen von allen drei Transportarten. Wir sollten niemals davon träumen, dass es uns gelingt, Schnellreiseverkehr auf eigene Trassen zu bringen. Das ist systemfremd und das ist auch sachfalsch. Das ist eine Utopie, wenn wir uns einbilden, zusätzliche Gleise in dem Land verlegen zu können, die darauf abzielen, getrennte Transportarten auf der Infrastruktur fahren zu lassen. Von daher gilt klar und deutlich der Schnellverkehr als erstes. Dann kommt allerdings der Güterverkehr, weil er das zweitschnellste, der zweitschnellste Verkehrsort ist. Und zum Schluss, aufgrund der vielen Halte, ist die langsamste Transportart der Regionalverkehr. Das zu vertakten ist sportlich, aber wir sehen einerseits den Anspruch der Bundesregierung, hier die Verdopplung des Schienengüterverkehrs voranzutreiben. Aber wir sehen nicht in Wahrheit die tatsächliche Umsetzung und Berücksichtigung bei der Vertaktung des Netzes. Von daher werden wir gemeinsam erleben, dass die Sünden der Vergangenheit an vielen Stellen zum Tage treten, wovon wir noch gar nichts wissen. Eine der Sünden ist, Bahnsteige am Hauptgleis zu sanieren und diese in Zukunft für den Regionalverkehr zu nutzen. Jeder, der Eisenbahnsystem kennt, weiß, dass wenn schneller Verkehr unterwegs ist und überholt werden muss, dass der langsamste auf die Überholung gehört. Das würde bedeuten, dass der Regionalverkehr eben seine Fahrgastwechsel auf Überholungsgleisen und den dort vorhandenen sanierten Bahnsteigen macht. Steht der Regionalverkehr auf dem Hauptgleis, muss der Schnellverkehr von 200-250 km/h runtergebremst werden, mit 60-80 km/h über die Weichenverbindungen die Überholung durchführen. Das ist systemfremd, wird uns aber wieder begegnen. Von daher haben wir dort enorme Investitionen zu tätigen, die im System dafür sorgen, dass es reibungsloser läuft und vor allen Dingen systemgerecht. Wir müssen die Eisenbahn nicht neu erfinden, wir müssen uns nur darüber im Klaren sein, dass die Infrastruktur Geld kostet, dass sie Subventionen beinhaltet, und zwar weit überwiegend. Wenn wir mehr als 3 Milliarden in die Infrastruktur investieren, dürfen nicht davon träumen, dass wir 600 Millionen Gewinn gemacht haben im Netz. Das ist eine Milchmädchenrechnung. Das muss aufhören, dass wir uns hier vormachen, dass wir im Infrastrukturbereich tatsächlich Gewinn erzeugen können. Es ist einfach falsch. Von daher unsere Bilanz nach 25 Jahren. Die Zielsetzung des Eigentümers war Börsengang in allererster Linie.
Das hat bewirkt, dass wir mit Sparprogrammen Güterverkehrsstellen abgebaut haben, Gleise abgebaut haben, Weichenverbindungen, Überholung, Kapazitäten verringert worden sind. Wenn das aufhören soll, müssen wir uns darüber im Klaren sein, dass wir nicht nur mehr Geld ins System stecken müssen, sondern dass dieses Geld auch an den richtigen Stellen eingesetzt wird. Letzte Anmerkung zum Thema Digitalisierung. Ja, absolut richtig. Wir müssen gemeinsam die Antwort geben, welchen Level der Digitalisierung wir hier erreichen wollen. Sie alle kennen die berühmten Sprüche über automatisches, / autonomes Fahren. Hier sitzt niemand, der Angst um die Arbeitsplätze der Lokführer hat. Hier sitzt jemand, der Angst hat, dass wir in den nächsten 10 Jahren nicht 10.000 bis 12.000 neue Lokführer generieren. Denn das sind diejenigen, die in den nächsten 10 Jahren in ihren wohlverdienten Ruhestand gehen. Wir haben derzeit ein Riesendelta, das immer noch nicht geschlossen ist. Es sind zwar Einstellungen vorgenommen worden, ob das alles Lokomotivführer werden, beantworten wir in 1 bis 3 Jahren, je nach Ausbildungslänge. Ist es eine Funktionsausbildung, läuft sie 1 Jahr, ist es eine Lehrausbildung eines Auszubildenden, läuft die Ausbildung über 3 Jahre. Nicht alle diejenigen, die in diese Laufbahn eintreten, werden erfolgreich die Prüfung ablegen und tatsächlich Lokomotivführer sein. Die Digitalisierung ist notwendig, sie ist auch zwingend erforderlich. Die Investition, um von Level 2, wie wir ihn heute auf der Strecke München-Berlin haben, nämlich entweder ETCS Level 2 oder fachtechnisch auch GOA Level 2, wenn wir diese Investition tätigen, ist das der richtige Weg. Dann haben wir eine Sicherungstechnik, die aus den 50er Jahren stammt, endlich mal auf den richtigen Stand gebracht, nämlich das Jahr 2018, 20, 22, 25. Es sind sehr lange Zeitläufe hier in Rede. Wenn wir darüber hinaus auf Level 4 gehen möchten, um anschließend vollautomatisch zu fahren, hat das mehrere Dimensionen, die noch zu bewerten und auch zu entscheiden sind. Die Frage, ob jemand ersetzt werden muss, der hinter sich 800 Fahrgäste transportiert, oder jemand ersetzt werden muss, der 2000 Tonnen Güterzug durch dieses Land fährt, beantworten wir mit Nein. Und zwar volkswirtschaftlich gesehen ist die Antwort Nein. Die Investitionen sind hoch 3, wenn Sie von Level 2 auf Level 4 gehen müssen. Und Sie müssen das System, 34.000 Kilometer Gleise in diesem Land, von äußeren Einflüssen abschotten. Diese Investitionen zu tätigen, um betriebswirtschaftlich eine Person zu ersetzen, die am Ende des Tages als Lokomotivführer unterwegs ist, halten wir für sachfalsch, halten wir volkswirtschaftlich für vollkommen Fehlanreiz. Und die Frage muss beantwortet werden, warum wir heute im Flugverkehr mit 2 Piloten unterwegs sind, obwohl jeder weiß, dass wir vollautomatisch starten, vollautomatisch landen und natürlich auch vollautomatisch jede Wegstrecke fliegen können. Das gehört zur Wahrheit dazu, weil die Aussagen, die ein ehemaliger Vorstandsvorsitzender hier getätigt hat, Gift im gesamten Gefüge sind. Welcher junge Mensch entscheidet sich für einen Beruf des Lokomotivführers oder auch des Zugbegleiters, wenn er, das ist nun mal der Segen und der Fluch des Internets, überall lesen kann, dass angeblich 2023 wir automatisch fahren. Experten, die tatsächlich was davon verstehen, sprechen heute von der Möglichkeit, 2035 insgesamt gesehen es zu können. Ob wir es wollen, sollten wir tunlichst gemeinsam beantworten, und zwar nicht unter der Überschrift, brauchen wir Lokführer, sondern unter der Überschrift, wie viele Milliarden müssen zusätzlich investiert werden, um die Person wegzurationalisieren und zu vollautomatischem Verkehr überzugehen. Wir halten wenig davon, nicht weil wir Angst um die Arbeitsplätze haben, wir könnten uns zurücklehnen, weil die Halbierung der Lokomotivführer in der Deutschen Bahn AG aus unserer Sicht das gravierendste Problem sein wird, nämlich Kolleginnen und Kollegen am Markt zu finden, die sich für diesen Beruf entscheiden. Was wir brauchen, das ist das Gute in Zukunft mit der Schiene, ist eine klare Botschaft mit einer Zukunftsperspektive für die Berufe im Eisenbahnsystem. Dabei meine ich auch Fahrdienstleiter und alle damit einhergehenden verknüpften Berufe, die hier zum Tragen kommen. Recht herzlichen Dank. Ja, danke, Klaus Wieselski. Und dann ist jetzt